Der Herr hat's eilig, den Kopf zu verlieren, wie wir es schon sehen. Oder er will sich einfach als Glocke tarnen. Das kann natürlich auch sein. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Let's Play Feuer um Mitternacht. Ja, beim letzten Mal haben wir einen neuen Verbündeten bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir weiterkommen. Jetzt will ich aber erstmal checken, wie es um meine Gesundheit steht, weil wir haben beim letzten Mal gegen diese komischen Wasserfrauen da gekämpft. Deswegen müssen wir uns erstmal ein bisschen heilen. Und ich spiele jetzt hier auch mal testweise mit dem Pro-Controller. Tatsächlich über X-Pader. Weil ich glaube, das könnte ein bisschen helfen, diese heftigen Tastaturdrücke, die ich habe, ja, ein bisschen zu vermindern. Das wäre dann auf jeden Fall nicht verkehrt. Will ich mal so behaupten, ne? So. Deswegen hauen wir es einfach drauf. Zack. Die wären schon gar kaputt gehen. Hä? Aber irgendwie spinnt die Konfiguration tatsächlich. Zumindest bei den normalen Tasten. Lass mich mal kurz was testen. Wenn ich jetzt hier Enter drauflege. So. Bin soweit auch schon fertig. Müsste ich hier Escape haben. Enter. Ich sollte vielleicht nicht mit dem Stick lenken. Ja, das wirkt ganz gut. Okay. Weil meine Tastatur ist ja manchmal ein bisschen heftig. Das weiß ich schon. Sieht nach Regen aus. Okay. Das ist nicht so gut. Und was haben wir hier? Wir erfahren es leider nie. So. Und ich steuere hier tatsächlich auch lieber mit dem Digipad jetzt. Es ist ja eigentlich auf die Pfeiltasten ausgelegt, und insofern ist diese Art Spiel definitiv mit dem Digipad besser zu spielen, wenn man schon mit Controller spielt, als mit dem Analogstick, so heißen die Dinger. Der Titel dieses Buch lautet Wahrheit über die Gottheit. Sollte ich mal lesen, wenn ich Zeit habe. Ja, solltest du. Kannst es aber auch bleiben lassen. Ich meine, du bist hier schon begegnet. So mehr oder weniger. Nicht mein Ernst, okay. Zack, zack, zack. Komm schon, irgendwas muss hier noch sein. Hallo, als ob hier nichts ist. Hier muss doch was sein. Na also. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Verdammt, das fehlte mir gerade noch. Jetzt ist meine schöne Frisur im Eimer. Kathleen, komm schnell rein, sonst erkältest du dich noch. Ja, gleich. Lass uns schnell ein Gasthaus suchen. Hoffentlich hast du genug Geld dabei. Die Zimmer hier sind nicht unbedingt billig. Sag dir doch selbst, sehe ich denn so aus, als würde ich mir mit dem Luxus den Arsch abwischen, ne? Also. Würde ich ja gern, aber wie gesagt, eine Übernachtung ist hier sehr teuer. Na und? Ich habe ja nicht vor, den ganzen Tag hier zu bleiben. Geschweige denn eine Nacht. Also, gehen wir endlich. Der Herr ist aber sehr eilig. Gut, dann lass uns gehen. Ja, das hat der Herr. Der Herr hat's eilig, den Kopf zu verlieren, wie wir es schon sehen. Oder er will sich einfach als Glocke tarnen. Das kann natürlich auch sein. Also diese Chipset-Fehler, die hätten sich so leicht verhindern lassen. Das ist echt traurig. Ah, hier funktioniert's. Das heißt, er hat hier ein Event hingesetzt, wegen dem Zaun scheinbar. Und hat das falsch konfiguriert. Und nicht das Chipset. Okay. Weil sonst würde es hier nämlich das... Wobei, nee, würde es... Doch, würde es, weil das die... Das... Nee, wartet mal. Doch, das ist dasselbe Objekt drüber, genau. Das, was hier hinter ist, ist einfach nur der Weg, der hier lang führt. Aber der ist einfach... Ja, der ist Terrain und das andere sind Objekte, so gesehen, sozusagen, ne? Deswegen... Ja, nee, das passt schon.
Das passt schon. Der hat da ein Event hingelegt. Ziemlich sicher. Bei dem Sauwetter sollte ich lieber eine Herberge aufsuchen. Okay. Und du? Solltest du nicht deiner Mutter folgen und ins Haus gehen? Wieso soll mir das bisschen Regen etwas ausmachen? Die Alte kann mich mal. Die Kleine gefällt mir. Ja, das glaube ich gleich. Danke, kein Durst. Außerdem regnet es wie aus Eimern. Wie aus Kübeln. Da kann ich auch einfach Regen saufen. Scheint, als würde Bruasch die Ausrottung seines Waldes dulden. Okay. Und, was haben wir? Egoismus hat allerhand für sich. Ja, scheint so. Der will in eine Herberge. Der will immer noch in eine Herberge. Ein Inn ist eine Herberge, aber da will ich jetzt nicht rein. Noch gehe ich nicht ins Inn. Erstmal noch weiter umschauen. Oh, Waffenladen. Waffenladen, gib mir Waffen, alter Mann. Wenn wir schon mal hier sind, könnte ich mir neue Dolche kaufen. Die alten sind von mir vor kurzem zerbrochen. Du kämpfst auch mit Waffen? Natürlich, ich bin immerhin in 5 verschiedenen Kampftechniken vertraut. Dazu zählt auch die 3-Kampftechnik. Ich kann gleichzeitig mit 2 Dolchen kämpfen und dabei auch noch mit der Faust zuschlagen. Nicht schlecht. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ja, du kannst halt nur dämlich zaubern und nicht mal das gerade. Mist. Ja, nimm mal mit. So. Das Kopftuch. Ja, das gönnst du ihr auch. Rundschild, Chromschwert. Ja, Gönnung. So. Jetzt ausrüsten. Schutz geht 1 hoch, Angriff geht 6 hoch. Und die anderen gehen 1 runter. Ja, ist okay. Oh, und ein Schild. Da haben wir nix, aber einen Hut habe ich doch noch geholt, oder? Ach so, für sie aber. Ja gut, dann leg mal deine olle Schleife ab und gönn dir was Richtiges. Schnabelschuhe. Mist. Ganz schöner Mist. Angriff geht ziemlich hoch. Um 15. Schutz geht um... Ja, das kannst du dir eigentlich schon gönnen. Fähigkeit. Ja, nee. Ich gönne dir mal erstmal nur ein Mist. Ist trickreich, dadurch, dass die zwei Angriffsdinger hat, ne? Ist trickreich. Jetzt probiere ich doch mal den Stick aus, wie gut der sich steuern lässt. Anok. Na, nehmen wir es besser als geben. Ja, das sagt er. Sieht nicht jeder so. Und das ist auch gut so, dass das nicht jeder so sucht. Der will unbedingt eine Herberge, falls ihr es noch nicht wusstet, ne? Was hast du für uns? Hey, noch ein Kind. Wie soll ich das bloß meinem Mann erklären? Ich bin bei solchem Wetter gar nicht auf Kundschaft gefasst gewesen. Was darf es sein? Okay. Oh, Arnikas. Arniken. Kastanien. Gib mir Kastanien. Was? Nein, ich bin nicht komisch. Ich habe mich nur gefreut, dass wir Kastanien kaufen können. Und Arniken. Arniken sind auch immer gut. Immer gut. Eigentlich könnte ich auch die Schultertasten nehmen für Escape und Enter. Ja, ich meine, so ein Controller hat genug Tasten. Und für RPG Maker Spieler braucht man ja nun wirklich eigentlich nur 2 Tasten. Ja, mit Kräutern sollte man sich ausstatten. Was hat die sonst noch so? Arbeitshandschuhe. Was sollen mir die bringen? Ich nehme sie mal mit. Ich weiß nicht, wozu ich die brauche, aber ich nehme sie mal mit. Vielleicht kann ich die ja hier... Nee. Okay, Proviant. Steht da vielleicht was dazu?
Alter Gral. Nö. Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Kann ich dich irgendwie beklauen? Na, lass mich hier hoch. Nee, scheinbar nicht so recht. Ja, es geht schon mit den... es geht schon auch mit dem Control-Stick, aber... Mit dem Analog-Stick, aber mit dem... Dingens ist schon einfacher mit dem Digipad. Deswegen bleibe ich beim Digipad. Wobei auch da verlaufe ich mich manchmal ein bisschen. Ach, da geht's ja auch noch lang. Moment mal. Oh, den steige ich aufs Dach. da hat jemand ganz viele Events versaut. Das ist echt schade. Bei dem Sauwetter sollte ich mal lieber eine Herberge aufsuchen. Okay. Habe ich schon erwähnt, dass ich allergisch auf Pferdehaar bin? Ja, gerade eben. Wenn ich groß bin, dann bezähme ich diesen schwarzen Gaul. Ich werde dann der Erste sein, der ihn reiten darf. Aber wenn du groß bist, wird der Hengst schon alt sein und ich bezweifle, dass er dann noch zum Reiten geeignet sein wird. Aber ich bin doch schon fast groß. Mir fehlt nur noch eine Nasenlänge, das sagt mein Papa zumindest. Okay. Ja, dein Papa. Aber wenn du größer bist, dann ist deine Nase auch größer. So gesehen, ne? Ne? Kriegst du den richtigen Zinken, eventuell. Mein Kumpel fürchtet sich vor Unwetter, aber er würde das nie freiwillig zugeben. Ja, wer würde das schon? Hey, du! Jetzt muss es auch unbedingt noch ein Blitzgewitter geben. Oh, wie ich sowas hasse. Da kann man speichern. Kann ich hier einfach hoch? Wenn ihr euch hier ausruhen wollt, müsst ihr auch bezahlen. Manu! Will aber nicht bezahlen! Nein, 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 nein! Okay, so rechts, links geht hier auf jeden Fall nicht so einfach. Ne? Aber muss man ja auch nicht unbedingt machen. Dadurch, dass man halt versehentlich hin und wieder nach oben und unten kommt. Kann man hier nicht so komisch rumblödeln. Nee. Ja, okay, so. So kann man das machen, aber naja, egal, braucht's ja auch nicht. Reden wir mal lieber, ich will übernachten. Wie ich sehe, konnten sie dem großen Gewitter gerade noch entgehen. Ich hoffe, sie werden sich bei mir wohlfühlen, ne? Auf jeden Fall, um einiges ärmer. Wie? Ach, nichts. Geben sie uns einfach ein Zimmer. Natürlich, das kostet dann... wieso wird's so dunkel? Wir haben noch gar nicht über die Kosten geredet. Eine Unverschämtheit. Wenn ich könnte, würde ich diese Hütte auf der Stelle niederbrennen. Nun beruhig dich doch. Ich habe dich doch vorgewarnt. Immerhin reicht es aus, bis das Unwetter vorbei ist. Und wir bekommen dazu auch noch gratis zu essen. Also halb so schlimm, wie ich finde. Ich meine, ist ja nicht so, dass der Preis deswegen wahrscheinlich gestiegen ist, aber egal. Ach ja, wer wollte denn den Ladeninhaber dann als Erster an den Kragen gehen? Stilles Wasser ist nun mal tief. Ich kann nichts dafür, dass ich so temperamentvoll bin. Auf jeden Fall hatte mein unbeherrschtes Verhalten zur Folge, dass wir hier zum halben Preis bleiben dürfen. Schon gut. Ich hoffe nur, dieses Unwetter hält nicht ewig an. Ich darf nun fragen, weshalb du nach Arnis gehst. Wohnst du dort? Das geht dich gar nicht an. Aber ich hoffe, dort jemanden zu finden. Verstehe. Was schaust du mich so an? Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kommst du mir bekannt vor. Hatten wir etwa schon mal das Vergnügen? Nicht, dass ich wüsste, ich war nie in Eldor. Dann solltest du die Stadt unbedingt näher ansehen. Wenn wir angekommen sind, ja, ne? Oh, ich vergaß, du hast es ja eilig, ne? Erstmal ins Bett und in die Wand und den Kopf unter die Decke. Hallo, dürfte ich... Na also, geht doch. Ich will mit dem Typen reden. Wenn ich es irgendwie hinkommen schaffe. Ach sowas! Sie sind etwa auch noch vor dem Unwetter überrascht worden, mein Herr. Ach, Sie mögen es nicht, mit Herr angesprochen zu werden. Ich entschuldige mich vielmals. Mein Name ist Menjus. Ich wohne hier ganz in der Nähe. Eine Schande, dass ich jetzt in dieser überteuerten Herberge rasten muss, wo ich doch so wenig Geld habe. Ihr seid ein Hexer? In der Tat.
Wie seid ihr nur darauf gekommen? Ihr seid doch nicht etwa... Ich kannte jemanden, der ebenfalls Hexer war. Ist er etwa gestorben? Nein, wieso? Weil sie mich mit der Vergangenheit angesprochen haben. Ich habe ihn nur lange nicht gesehen. Das ist alles. Ich hoffe, ihrem Freund geht es gut. Ich will ja in Urasch Namen keine falschen Vermutungen äußern, aber in letzter Zeit werden immer öfter die Totkörper von Hexern und Priesterinnen gefunden. Sie sollen einem berüchtigten Hexenmeister zum Opfer gefallen sein. Mein Freund Order war ebenfalls unter ihnen. Also sagen Sie Ihrem Freund, dass er vorsichtig sein soll. Das werde ich. Ja, der konnte da einfach... Der kann da einfach hoch. Okay, aber wir ist auch. Vorhabe irgendwie nicht. Der Beutel gehört mir. Bitte nicht anfassen. Dann halt nicht. Dann... Ja. Ne? Dann halt nicht. Sei doch nicht so nervös. In ein oder zwei Stunden ist das Unwetter wieder vorbei. Okay. Kann ich hier vielleicht jetzt safen? Ja, kann ich. Sehr schön. Ne, dann würde ich nämlich sagen, was das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Feuer um Mitternacht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.